Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zum 35. Newsletter von Eine neue Zeit bricht an. Im April dieses Jahres spielten die Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich ein sehr unvernünftiges Wild-West-Ballerspiel in Syrien. Ich spreche von den Regierungen, nicht vom Volk. Die Begründung war ein angeblicher Giftgasangriff Assads. Noch bevor Beweise da waren, haben diese Westmächte Syrien bombardiert, nachdem die Propaganda in allen westlichen Medien auf Hochtouren lief. Jetzt, wo es untersucht wurde und Resultate erscheinen, dass es gar keinen Giftgasangriff gab, werden die westlichen Medien plötzlich ganz leise. Russland hat zu Recht eine Resolution vor die UNO gebracht, um die drei Westmächte anzuklagen, das Völkerrecht und die UN-Charta verletzt zu haben. Da alle drei Westmächte ihr Veto einlegten, können sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Auch die israelische Führung hat sich diesem kriegstreiberischen Gebaren der Westmächte angeschlossen, indem Netanyahu eine sehr fragwürdige Präsentation geliefert hat, wo er beweisen will, dass der Iran an einer Atombombe bastelt. Zum Glück wurde er nicht sonderlich ernst genommen, außer von der US-Regierung. Es ist schon sehr dreist, wenn die aggressive Israel-Führung, welche Atomwaffen besitzt, den umliegenden Staaten dies verbieten will. Wie uns bekannt ist, muss Trump bis zum 12. Mai die Entscheidung treffen, ob der iranische Atomdeal fortgeführt wird. Wahrscheinlich versuchen Trump und Netanyahu, diesen erfolgreichen Atomdeal mit falschen Anschuldigungen zu Fall zu bringen. Und wahrscheinlich streben sie damit einen Krieg gegen den Iran an, um an die lukrativen iranischen Gasfelder zu kommen. Während der Westen Propaganda betreibt und offensichtlich lügt, zum Beispiel Skripal-Affäre, Giftgaslügen und so weiter, und wild in der Gegend rumballert in Syrien und zudem illegal Syrien besetzt, kurzum auf dem Völkerrecht und der UN-Charta herumtrampelt, weist die russische Führung auf Völkerrechtsverletzungen hin und versucht, die Friedensinstitutionen, das Völkerrecht, die Menschenrechte zu verteidigen. Syrien hätte gemäß Völkerrecht sogar das Recht, sich zu verteidigen und die umliegenden Schiffe, Militärbasen und Flugzeuge der Angreifer als Vergeltung zu beschießen, auch mit Hilfe der Russen. Und warum tun sie es nicht, obwohl sie es könnten? Weil sie vernünftig sind und wissen, dass dies zu einem unkontrollierten Weltkrieg mit Nuklearwaffen führen würde, bei dem es keine Gewinner gibt. Wer sind denn nun die Vernünftigen? Welche Optionen haben die Vernünftigen, um einerseits die wild gewordenen Cowboys zu stoppen und andererseits keinen nuklearen Weltkrieg zu riskieren? Erstens, Propaganda und Lügen der Unvernünftigen aufdecken und weit verbreiten, somit mehr Einfluss im Informationskrieg gewinnen. Zweitens, das Völkerrecht, Menschenrecht und friedenserhaltende Institutionen aufrechterhalten. Drittens, das Bewusstsein möglichst vieler Menschen erweitern, dass wir eine Menschenfamilie sind, die sich nicht gegenseitig ermorden soll. Viertens, das Seidenstraßenprojekt der Chinesen unterstützen, welches der Welt eine friedliche Lösung bietet, den momentanen Wirtschaftsmachtübergang zu überstehen. Ich hoffe, dass möglichst viele vernünftige Menschen diese wichtigen Informationen weiterverbreiten. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch.